abends mal ein Aperol oder ein Gin Tonic. Sonja Zimmermann, ich weiß nicht, ob das da momentan angebracht ist, muss leider zuschauen, wir sind per Du, ne? Ja. Weil momentan der Flügel, der ist etwas lahm, Unterarm gebrochen. Ja, das stimmt, ich habe leider gerade Alkoholverbot, aber ansonsten glaube ich, die Saison, die wir bis jetzt hatten, auch jetzt noch von der Hinrunde vor Corona, die war so brillant, da darf das mal, glaube ich, erlaubt sein. Passiert ist es am Samstag in der Partie und das direkt dann auch schon in der ersten Minute. War dir das sofort klar, da ist was passiert im Arm? Ja, war es mir wirklich. Ich gehe normalerweise nie vom Platz. Also ich, auch schon als ich Zerrung hatte, eine Magen-Darm-Grippe oder so, ich habe immer weiter gespielt und diesmal, ich bin auf meinen Arm gefallen, direkt in den ersten 20 Sekunden, schaue auf meinen Arm und auf einmal war da so eine Stufenform im Unterarm und da wusste ich schon, okay, stimmt was nicht. Und mir sind auch die Tränen in die Augen geschossen. Und deswegen dachte ich so, okay, nee, da muss ich jetzt mal runter vom Platz. Klingt jetzt alles erstmal fies, aber ein bisschen Glück im Unglück ist auch dabei. Operiert werden muss es nicht. Ja, genau. Da habe ich heute die schöne Nachricht bekommen. Also es ist einfach ein glatter Bruch. Nichts steht schief. Und ja, jetzt sollte ich in 5 bis 6 Wochen wieder da sein. Okay, heißt also dann tatsächlich so in knapp anderthalb Monaten kannst du dann auch wieder zum Schläger greifen und dann die Mädels unterstützen oder heißt es dann erstmal wieder locker antrainieren? Ja, also doch, da werde ich wahrscheinlich, wenn alles super verläuft, werde ich da schon wieder an den Schläger greifen, aber Athletik kann ich jetzt auch schon langsam wieder anfangen. Also ich saß halt auch schon wieder auf dem Fahrrad und ich bin auch guter Dinge, weil ich habe da so eine super Unterstützung mit der Artus-Klinik in Heidelberg und ja, deswegen, das wird schon. Wir haben ja noch mit der Nationalmannschaft was auf dem Programm und deswegen, ich hoffe, dass ich da wieder angreifen kann. Ja, kurz anatomische Einordnung. Es ist also, man hat ja zwei Knochen im Unterarm, Elle und Speiche und es ist die Speiche, ja. Ist oftmals weniger tragisch, als wenn die Elle in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Aber jetzt hat man ja eben gerade schon auf den Trainer geschafft, Niklas Benecke. Wie erlebst du auch das Miteinander mit ihm? Also wir nennen ihn Bobbes. ich kenne ihn schon super lange. Ich habe bei der U21-Nationalmannschaft, da war er auch mein Co-Trainer. Und ja, also ich habe super viel Vertrauen zu ihm und er macht wirklich auch einen überragenden Job als Trainer. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch ein sehr direktes Verhältnis zu ihm. Also wir pöbeln uns im Training auch mal an, wenn uns was nicht passt, aber so muss das halt sein. Daran wachsen wir. Muss sein. Also die Ansprache, die gehört natürlich dazu. Aber welche Hebel setzt er denn dann auch in Bewegung, dass es momentan so gut bei euch läuft? Jetzt mal die vergangene Partie vielleicht ein bisschen ausgeklammert. Ja, also man muss halt sagen, generell hat er halt schon ein krass gutes taktisches Verständnis, weil er ja selbst viele Jahre Bundesliga gespielt hat. Und ansonsten, glaube ich, in den richtigen Momenten, er ist schon eher so auch der Kumpeltrainer, kann man sagen, aber in den Momenten, wenn es halt mal nicht so läuft, dann findet er eben die richtigen Worte und ja, dann wird es halt auch mal ein bisschen streng, was er da sagt, aber muss halt sein und da hat er ein gutes Gefühl für. Richtige Worte ist auch so ein Stichwort für das Thema Selbstbewusstsein. Jetzt grüßt ihr immer noch von der Tabellenspitze, könnt ihr auch mit Selbstbewusstsein sagen, die wollen wir bis zum Saisonende halten? Ja, das ist ganz klares Ziel und ich bin auch guter Dinge, dass es so sein wird und ja, da kann man ruhig selbstbewusst sein, ja. Dann drücken wir die Daumen. Sonja Zimmermann, erstmal herzlichen Dank fürs Kommen und toi 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 für die weitere Genesung. Dass du da schnell wieder zum Schläger greifen kannst.